den Arbeitgebern signalisieren, dass es uns mit unseren Forderungen ernst ist. Die Kolleginnen und Kollegen haben in den vergangenen Wochen gezeigt, dass es ihnen sowohl in Bezug auf eine anständige Lohnerhöhung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst ernst ist, als auch bei den Lehrkräften mit unserer Forderung nach einem Eingruppierungstarifvertrag für die angestellten Lehrkräfte. Die angestellten Lehrkräfte sind die größte Beschäftigtengruppe im öffentlichen Dienst der Länder. Von den knapp 800.000 Angestellten arbeiten 200.000 in den öffentlichen Schulen und fast 100.000 Lehrende an den Hochschulen. Das sind 300.000 angestellte Lehrende und Lehrkräfte. Und es ist die einzige Beschäftigtengruppe, die keinen Eingruppierungstarifvertrag hat. Die angestellten Lehrkräfte werden von den Arbeitgebern in feudaler Gutsherrenart eingruppiert, wie es ihnen gerade passt. Und ihr gerade in Sachsen, ihr wisst, dass der Arbeitgeber auch gerne mal eine Gruppe tiefer eingruppiert als die vergleichbaren Lehrkräfte in anderen Ländern. Und zwar nicht nur in anderen alten Bundesländern, sondern auch im Vergleich zu den neuen. Vor allem dafür, dass wir hoffentlich bald sehr viele junge Kollegen bei uns begrüßen können, weil wir wirklich langsam an unsere Grenzen kommen. Und dann als zweites natürlich für eine gerechte Eingruppierung Ost-West und ja, dass das ausgeglichen ist. Wenn die Lehrkräfte, egal wo sie unterrichten, sich nicht einigen, dass sie alle E13 haben wollen, dann dauert es nicht mehr lange, dann wird von oben die Treppe gekehrt. Deswegen müssen alle ein Interesse haben, dass diejenigen, die am Anfang unterrichten, nicht schlechter bezahlt werden, wie die, die im Gymnasium und in der berufsbildenden Schule unterrichten. Wenn das Bildungssystem am Anfang versagt, sind die Chancen für einen guten Schulabschluss, auf einen guten Beruf und eine gute Zukunft und für den Wissenschaftsstandort Deutschland schlecht. In den nächsten Jahren werden jährlich 30.000 bis 33.000 Lehrkräfte bundesweit in den Ruhestand versetzt. Es werden aber jedes Jahr nur 20.000 bis 22.000 Lehrkräfte ausgebildet. Nur 22.000 haben ein zweites Staatsexamen. Das sollte auch ein sächsischer Finanzminister rechnen, dass da eine Lücke ist, die man nicht schließen kann, indem man wie für ein paar Seiteneinsteiger wirbt oder vielleicht auch in Sachsen anfängt, in anderen Bundesländern Lehrer abzuwerben. Das wird nicht funktionieren. Und wer sich um die Zukunft dieses Landes sorgt, der muss auch dafür sorgen, dass jetzt junge Lehrerinnen und Lehrer eingestellt werden, dass jetzt junge Leute dieses Studium aufnehmen. Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, der Herr Möllring, hat gesagt, eure Forderungen sind utopisch. Was ist daran utopisch, dass man fordert, dass Lohn und Gehalt anständig sind, dass die gerechte Eingruppierung durchgesetzt wird? Was ist daran utopisch, wenn wir euren Forderungen Nachdruck verleihen? Was ist daran utopisch, wenn ihr bunt und kreativ für eure Rechte als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eintretet? Es ist notwendig, auf der Arbeitgeberseite, wo da die grauen Erbsenzähler das Sagen haben, endlich ein bisschen mehr Druck zu machen, zeigen, dass die Beschäftigten im Freistaat Sachsen, die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, für ihre Rechte auf die Straße gehen und dass sie dafür kämpfen, dass Lohn und Gehalt in diesem Jahr anständig steigen. Sparen bei Bildung, sparen bei öffentlichen Dienstleistungen, sparen bei sozialen Dingen. Und dagegen wehren wir uns. Wir wollen, dass attraktive Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst herrschen. Und dafür ist diese Tarifrunde da und dafür kämpfen wir. Dafür kämpfen wir gemeinsam als Gewerkschaften.
Wir haben in den letzten Jahren sehr viel zurückgesteckt und ich denke, es wird Zeit, dass auch die Leistung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst entsprechend anerkannt wird. Was wir erwarten, ist eine gerechte Bezahlung für alle und deswegen stehen wir hier und protestieren. Nach 20 Jahren ist es höchste Zeit, dass die angestellten Lehrer in den Ländern endlich tarifgerecht eingruppiert werden und das nicht zulasten aller anderen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Wir brauchen die 50 Euro Sockel und die 3%. Und wir fordern genauso die tarifgerechte Eingruppierung aller Lehrkräfte. Ich will die Kollegen unterstützen, dass sie endlich vernünftige Löhne hier kriegen und eben letztendlich auch die sächsischen Schüler vernünftige Lehrer haben. Unser Bestand auch an Lehrern ist total überaltert und wenn keine vernünftigen Bedingungen hier sind, dann ist auch das Lehrerstudium absolut nicht attraktiv. Und unsere ausgebildeten Lehrer kommen dann auch nicht nach Sachsen, sondern gehen in irgendwelche anderen Bundesländer, wo sie bessere Bedingungen vorfinden. Was wir also wollen, ist zum einen eine vernünftige Bezahlung. Wir wollen eine motivierende Bezahlung und wir wollen eine Anerkennung der von uns geleisteten Arbeit. Und wir wollen, auch das zeigen die ein oder anderen Transparente hier, sozial ausgewogene Arbeitsbedingungen. Das heißt, wir wollen eine vernünftige Altersteilzeitregelung. Wir wollen eine Übernahme der Auszubildenden, damit auch die jungen Kolleginnen und Kollegen eine Perspektive im Landesdienst haben. Wir werden uns nur durchsetzen können, wenn wir bereit sind, für unsere Forderungen auch zu streiken und wenn es sein muss, auch länger. Wer hochqualifiziert ist, der will auch anständig verdienen und der hat auch ein Recht darauf.